Mein Name ist Tobi Stückel, ich bin Forstwirtschaftsmeister bei den Bayerischen Staatsforsten und arbeite derzeit am Forstlichen Bildungszentrum in der Laubau. Mein Name ist Wolfgang Thum, ich bin genau wie der Tobi Forstwirtschaftsmeister bei den Bayerischen Staatsforsten, ebenfalls hier am Forstlichen Bildungszentrum in der Laubau. Wir zwei bauen euch heute eine Jagdeinrichtung, ein sogenanntes offenes Bockgerüst, so wie ihr es jetzt da schon seht, wir haben euch das jetzt schon hergerichtet. Wir haben uns da dafür entschieden, weil wir denken, dass es eigentlich ganz einfach zum Bauen ist. Man kann das draußen bauen, man kann aber das auch, wie wir jetzt da herin, in der Halle bauen und kann das dann nach außen transportieren, je nachdem, wie man halt möchte. Das ist jetzt allerdings nicht von uns, sondern das kommt aus dieser Broschüre der SVLFG, also der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst und Gartenbau. Nennen Sie B12, sichere Hochsitzkonstruktionen. Und da drin ist eigentlich alles beschrieben, was man so braucht. Ihr seht, wir haben Rundholz gewählt, also das sind Stangen, weil wir einfach der Meinung sind, wir machen das aus unserem eigenen Wald. Ich kann das natürlich auch in geschnittener Ware machen, nur grundsätzlich ist das nicht ganz so stabil. Wenn ihr Stangen verwendet, dann schaut bitte, dass die gesund sind, dort ist es entrinden und je engeringer das die sind, desto besser ist es einfach, weil sie stabiler sind. Genauso haben wir deswegen Fichte verwendet, weil Fichte bei uns draußen einfach wächst. Andere Baumarten sind ebenfalls wieder da herin beschrieben. Ja, so viel jetzt einfach mal zum Grundsatz, eine kurze Einführung. Ich darf sagen, wir fangen gleich mit dem Bauen an und da darf ich rübergeben zum Tobi. Bevor man so ein Bockgerüst zusammenbaut, ist erst einmal wichtig, dass man sich genügend Platz schafft. Hier hinten ist gut, wenn man sich so eine Anschlagsfläche sucht. Von dieser Anschlagsfläche wird im 90-Grad-Winkel eine Linie gezogen. Diese Linie ist eine Hilfslinie, da werden dann Maße aus dem Bauplan übertragen und die Bauteile können dann richtig ausgerichtet werden. Wenn man sich also so vorbereitet hat, wie wir jetzt da, wenn das alles passt, dann kann man schon mal mit der Montage beginnen und der Wolfi bringt uns jetzt schon mal die ersten Bauteile daher. Wir fangen an mit den Eckholme und legen uns die da auf den Boden hin. Und man sieht da ganz gut, dass da diese Hilfslinie jetzt ins Spiel kommt. Das heißt, wir haben uns da die Maße aus dem Bauplan übertragen und da dann einfach so Maßlinien aufzeichnet. Einmal da hier hinten und das gleiche da hier vorne auf den Boden übertragen. Und so lege ich einfach die Holme da her und dann passen die. Den zweiten Holm richte ich mir genauso aus. Hinten am Anschlag und auch hier vorn. Und weil wir mit der Vorderseite beginnen, das ist auch die Aufstiegsseite, brauchen wir in der Mitte einen sogenannten Leiterholm und der liegt dann genau auf der Mittellinie. Jetzt geht es weiter. Wir verbinden diese drei Holme mit Querverstrebungen und die werden dann da später angeschraubt. Beim Ausrichten ist noch wichtig, dass der mittlere Leiterholm dünner ist wie die anderen zwei, weil ansonsten diese Querverstrebung wackeln darf. Und apropos wackeln, man sieht schon, wenn man das jetzt da drauflegt, das ist recht unstabil, so kann man das nicht verschrauben. Das gehört an die Auflageflächen, gehört da eine glatte Fläche hingeschnitten mit der Motorsäge. Und wie dieses Abplatten funktioniert, das zeigt euch jetzt der Wolfi. Ja, der Tobi hat es gesagt, ich werde diese Querstrebe jetzt abplatten. Das kann man zu zweit machen, dass einer diese Stange hält und der andere dort platten. Nur das ist ein bisschen gefährlich, weil man sehr schnell im Gefahrbereich der Motorsäge sich befindet. Darum habe ich das jetzt so gemacht, dass ich mir Holzböcke gesucht habe, habe da einen Riegel, einen Holzriegel V-förmig ausgeschnitten und auf diese Holzböcke draufgeschraubt und mit Zurgurte einfach festgezurrt. Jetzt ist die Querstrebe da wirklich super schön drauf. Jetzt brauche ich nur noch mit meiner Motorsäge gerade runterschneiden. Die rührt sich nicht und ich kann das an drei Stellen machen, immer gerade runterschneiden, dann weiß ich, dass ich auch richtig dran bin. So, ihr seht, jetzt ist er dreimal abgeplattet und somit können wir ihn jetzt gleich hinschrauben. Ja, ich habe jetzt die Querstreben hergerichtet. Die legen wir uns einmal auf und da möchte ich jetzt ein bisschen was über die Verbindung sagen. Man kann das jetzt alles nageln, man kann das schrauben. Wir haben uns für Schrauben entschieden, weil beim Nageln springen dann die Stangen immer so umeinander
Und wir denken einfach, es geht ein bisschen schöner. Nur wenn ihr schraubt, schaut euch um geeignete, hochwertige Holzschrauben mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe jetzt da so einen Schrauben, das ist das Schöne, man braucht die auch nicht mehr vorbohren, der hat eine Bodenspitze, der frisst sie dann da schön rein. Wir legen jetzt diese Querstrebe so auf, dass wir gut handbreit Überstand haben, dann reißt die Streben auch nicht auf. Ja, Tobi, schrauben wir es hier, oder? Wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich da herunten jeweils zwei Schrauben eine da. Das ist wichtig, bei tragenden Bauteilen muss man immer zwei Schrauben verwenden, schwalbenschwanzförmig eingedreht. Und da das herunten auch bei der Aufstiegsseite eine Leitersprosse ist, ist das ein tragendes Bauteil und da müssen wir da zwei Schrauben einschrauben. Das nächste, was jetzt draufkommt, ist die Fußbodenauflage. Die muss man allerdings von der unteren Seite her hinschrauben, somit muss man das ganze Bauelement umdrehen und damit man es gescheit manipulieren kann, heft man uns ganz am Ende um ein sogenanntes Stützbrett hier mit Hammer und Nagel, sodass man es dann eben besser umdrehen kann. Das bringt uns jetzt der Wolfi. Ja, das war jetzt die letzte Schraube soweit vom vorderen Bauteil, von der Vorderseite. Jetzt können wir die Vorderseiten mal beiseite legen und uns dann bereits die Eckholme für die Rückseiten auslegen und dann eben mit der Rückseite weiter da. Die Vorderseiten ist ja jetzt fertig, wir haben die bereits auf Seiten gelegt und fangen jetzt mit der Rückseite an. Ich habe bereits die zwei Eckholme schon richtig ausgelegt, so wie wir es vorher bei der Vorderseite auch gemacht haben. Und jetzt da habe ich die Maße übertragen vom Bauplan, wo später jetzt diese Querverbindungen hinkommen. Wir haben bei diesem Bauteil drei so Querstreben, einmal die untere Querstrebe, einmal die Fußbodenauflage und ganz oben das Geländer. Während ich das jetzt da gemacht habe, hat der Wolfi diese drei Querverbindungen schon hergerichtet, hat es abgeplattet und abgelenkt. Und jetzt können wir eigentlich auch schon anfangen, dass wir es hinschrauben da rein noch. Erst einmal legt man es da hin, wo es hinkommt. Da habe ich mir Markierungen gemacht aufs Holz drauf. Und dann geht's los mit dem Festschrauben. Ich habe jetzt die ganzen Querverbindungen draufgeschraubt. Als nächstes wird bei diesem Bauteil eine Diagonalstrebe aufgeschraubt, um das Ganze verwindungssteifer zu machen. Die Diagonalstrebe wird aus einem Häubling gemacht und wie man so einen Häubling herstellt, das zeigt euch jetzt der Wolfi. Ja, wie euch der Tobi gesagt hat, werde ich diese Stange jetzt halbieren und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit einlaufender Kette oder mit auslaufender Kette. Meiner Meinung nach hat die einlaufende Seite einen kleinen Nachteil. Wenn ich da nämlich jetzt runterschneiden muss und ziehe nach hinten, brauche ich einen erhöhten Kraftaufwand und ich sehe nicht, wo ist die Mitte, weil da immer das ganze Sägemehl bzw. die ganzen Sogschorten da hinten dort liegen. Wenn ich das Ganze mit auslaufender Kette mache, dann möchte ich die Säge raus und ich kann die mit einem leichten Gegendruck drin halten und kann die schön nach vorne schieben. Darum werde ich es jetzt so machen, dass ich mit der einlaufenden Seite mit meiner Stange, meine Mitte, nach hinten markiere und dann von hinten in die Stange eintauche
und mit der auslaufenden Seite nach vorne schieben. Ihr seht, die Stange ist halbiert, die Diagonalstrebe ist jetzt fertig hergerichtet und die bringe ich Tobi, dann können wir es hinschrauben. Bevor wir die hinschrauben, müssen wir das ganze Element jetzt umdrehen, weil das auf die Rückseiten hingeschraubt wird. Ja, die Rückseiten ist jetzt fertig. Der nächste Schritt ist, dass wir die Vorderseiten und die Rückseiten miteinander verschrauben und unseren Sitz schon langsam, nimmt dann schon langsam Form an. Ja, wie ihr es ja seht, haben wir unsere Vorderseiten und Rückseiten jetzt fertig, haben die hochkant aufgestellt, also wir haben da die Vorderseiten und beim Wolfi drüben ist die Rückseiten, haben die nach unserer Mittellinie wieder ausgerichtet, nach dem Bauplan. Dann habe ich da herum schon mal so Querverbindungen eingeschraubt. Das ist da herum als Geländer und auf der Hinterseite die Sitzauflage. Und herum kann man die Mittellinie ja nicht übertragen. Da müssen wir es dann mit dem Meterstab einfach ausmessen, was genauso gut geht. Legen wir uns jetzt da die Querstrebe oder in dem Fall ist ein Geländer, legen wir uns hier. Der Wolfi misst unten den Abstand. Den gleichen Abstand übertragen wir uns nach oben. Dann richten wir das so weit aus, dass das passt. Und dann können wir es auch schon anschrauben. Wir haben jetzt dieses Bockgerüst aufgestellt, haben es gedreht, dass die Vorderseite jetzt bei euch vorne ist. Jetzt werden wir noch die fehlende Querstrebe einbauen. Und um dann die seitliche Stabilität auch zu erreichen, werden wir an die fehlenden Seiten und hier vorne noch Diagonalstreben einbauen. Genau, Tobi kommt eh schon mit der Querstrebe. Ja, wie man sieht, ist dieses Bockgerüst jetzt stabil. Die Diagonalstreben sind alle drin. Wir können mit der Aufstiegshilfe, sprich Leiter, jetzt weitermachen. Da muss man wissen, die Sprossen, die da angebracht werden, müssen nach unten abgestützt werden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine, wir können die Holme einschneiden und dann da die Sprossen einlegen und festschrauben. Nur habe ich das Problem, dieser Leiterholm ist ja gleichzeitig, also dieser Eckholm ist ja gleichzeitig ein Leiterholm und ist ein tragendes Teil als Querholm, als Eckholm und den darf ich nicht bearbeiten. Das heißt, bei uns greift jetzt Möglichkeit 2. Wir haben jetzt da so Abstandshölzer hergerichtet, die wir jetzt da auflegen können. Und auf diese Abstandshölzer legen wir uns jetzt unsere
Leitersprossen drauf. Die hat uns der Tobi schon hergerichtet und er hat die halbiert und hat es auch gleichzeitig auf zwei Seiten abgeplattet. Das hat den einen Grund, ich habe jetzt hier oben eine breitere Auftrittsfläche und unten habe ich eine gute Auflagefläche. Die legen wir jetzt da drauf und jetzt seht ihr, dass die nach unten abgestützt sind. Und so schrauben wir das jetzt fest und arbeiten uns Sprosse für Sprosse nach oben. Ja, die letzte Sprossen ist jetzt angeschraubt. Unsere Aufstiegshilfe ist soweit fertig. Und jetzt geht es eigentlich schon mit dem Boden weiter. Der Wolfi hat uns die Bodenbräder schon mal hergekriegt, nach Bauplan alle abgelenkt. Und die legen wir uns jetzt erst einmal lose da drauf. Ja, wie man sieht, habe ich jetzt die Bodenbretter schon alle draufgelegt. Die Bretter sollen mindestens 3 cm stark sein. Das ist also das Mindestmaß, damit es die notwendige Stabilität auch hat. Und wenn man die Bretter drauflegt, dann sollte man darauf achten, dass man die Kernseite nach oben legt. Das heißt also, sieht man an der Maserung ganz gut, weil wenn sie das Brett dann später mal wölbt, läuft also das Wasser besser ab. Außerdem sieht man da ganz gut, dass ich da immer eine Fuge lassen habe, damit einfach das Brett mehr Platz hat bei Quell- und Schwindprozesse, die einfach stattfinden und das Wasser kann auch wieder da einfach besser ablaufen. Jetzt kann ich die Bretter einfach fertig anschrauben. Ab da kann man dann draufsteigen und von oben weitermachen. Das letzte Bodenbrett ist jetzt angeschraubt. Der Boden ist jetzt fertig, der ist fest. Ab jetzt geht die Arbeit eigentlich da herum weiter. Aber bevor ich da herum weiter arbeite, mache ich mir erstmal die fehlenden Geländeelemente da noch hier, damit ich vor dem Absturz gesichert bin. Ja, man sieht jetzt ganz gut, ich habe diese Geländeelemente alle festgeschraubt, da herum, damit der Auf- und Abstieg ermöglicht wird, kann man das Teil da umklappen, somit kommt man gut runter und man kommt auch wieder gut rauf. Da ist noch wichtig, dass man da nicht so viel Überstand lässt, sondern das bündig dann abschneidet, beziehungsweise gleich bündig so hinschraubt, damit das keine Stolperfalle wird und man nicht hängen bleibt und da runterfällt. So, jetzt mache ich da wieder zu und das nächste, was jetzt dran kommt, ist jetzt unsere Rückenlehne und unsere Sitzengelegenheit. Der Wolfi hat da dazu schon mal nochmal so ein Querstreben hergerichtet. Das ist der Anschlag für die Rückenlehne. Der wird jetzt da hergeschraubt und wenn der fest ist, werden danach dann die Rückenlehne, die Bretter da hingeschraubt. Der Anschlag für die Rückenlehne ist jetzt festgeschraubt. Jetzt geht es schon weiter, indem dass man die Bretter für die Rückenlehne anschrauben. Der Wolfi hat die schon hergekriegt. Auch da ist jetzt wieder wichtig, dass wir einen Spalt lassen, eine Fuge lassen von ca. 1 cm, damit das Brett einfach einen Platz hat zum Arbeiten. Ja, unsere Rückenlehne ist jetzt fertig hingeschraubt. Jetzt geht es eigentlich schon weiter, dass wir die Sitzbretter auferlegen. Das hat der Wolfi schon hergekriegt und jetzt schauen wir mal, wie das passt. Ihr seht, ich habe jetzt da zwei Bretter zusammengeschraubt und diese Querbretter habe ich vom Abstand so gemacht, dass die zwischen die zwei Halme reinpassen, dass das Ganze nicht runterrutschen kann. Ich gebe es jetzt einmal hier rauf, Tobi. Also, er hat es jetzt reingelegt und ihr seht, ein bisschen kann es aus, aber es kann nicht runterfallen, während ich drauf sitze. Und wir schrauben das jetzt auch nicht fest, weil das den Vorteil hat, dass man es zu einem Auf- und Abstieg einfach aufklappen kann und man da ein bisschen mehr Platz hat. Ja, Tobi, jetzt waren wir fertig soweit. Ich werde jetzt einmal aufgehen zu ihm, dann tun wir mal Probe sitzen und dann schauen wir mal, wie er uns gefällt. Das huckt sich richtig gemütlich da.
Ich darf auch sagen, wir zwei, wir sitzen da herum wie die Könige. Bei uns in Bayern sagt man, wir sitzen wie ein Gumpenbrot. Was jetzt ihr natürlich noch individuell gestalten könnt jetzt, wenn ihr sagt, ihr macht diese Eckholme ein bisschen höher, dann könnt ihr ein Dach drauf machen. Ihr könnt das aber auch mit Bretter oder Schwertlingen verschlagen, dass es einfach zu ist, dass es nicht reinzieht. Oder ihr sagt, ich möchte es nur verblenden mit Reisig oder Tarnnetze. Also da seid ihr wirklich individuell frei. Uns zwar taugt es, wir sitzen da gut. Ich hoffe, euch taugt es auch, wenn ihr sowas gebaut habt. Und darum wünschen wir euch dann da allzeit weit man's heil.